Eine ganze Reihe von Verkehrsunfällen hat am Dienstagmorgen mitten im Berufsverkehr für ein regelrechtes Verkehrschaos auf der A8 bei Wendlingen gesorgt. Bei insgesamt 3 kurz aufeinanderfolgenden Unfällen sind mehrere Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Ein eingeklemmter 44-jähriger Lkw-Fahrer konnte erst nach mehreren Stunden mit lebensgefährlichen Verletzungen befreit werden. Der wohl dramatischste Unfall ereignete sich gegen 9 Uhr zwischen der Ein- und Ausfahrt Wendlingen in Fahrtrichtung Kirchheim. Nach einem Unfall in Fahrtrichtung München, kurz hinter dem Wendlinger Kreuz, kam es im nachfolgenden Stau zu einem schweren Auffahrunfall mit 4 beteiligten Lkw. Ein Autotransporter war nahezu ungebremst auf das Stauende gefahren. Dadurch verkeilte sich der Autotransporter mit dem vorausfahrenden Sattelschlepper eines 60-Jährigen, der bei dem Unfall leicht verletzt wurde. Die technische Rettung war sehr aufwendig, weil die Fahrzeuge mit hoher Gewalt ineinander verschoben waren. Insgesamt benötigten wir 3 Stunden, um den Fahrer aus seiner Zwangslage zu befreien und dann dem Team des Rettungsdienstes zu übergeben. Der Fahrer wird mit einem Rettungshubschrauber an eine umliegende Klinik verbracht. Erst mit Hilfe eines Krans der Werkfeuerwehr Flughafen Stuttgart gelang die komplizierte Bergung. Mehrere Notärzte und Einsatzkräfte des DRK und der Malteser versorgten den Schwerstverletzten. Es kam zu einer Versorgung durch die anwesende Notärztin. Und dann in Absprache mit der Feuerwehr wurde der Zugang geschaffen, die LKWs wurden auseinandergezogen und der Patient konnte so gerettet werden. Weil auf der Gegenfahrbahn mehrere PKW- und LKW-Fahrer das Handy zückten, um den Unfall zu filmen, musste in der Folge ein Sichtschutz aufgestellt werden. Polizeibeamte haben deshalb den vorbeifließenden Verkehr beobachtet und Filmer ins Visier genommen. Vermutlich passierte der schwere Lkw-Unfall infolge dieses Unfalls mit mehreren beteiligten Fahrzeugen zwischen Wendlingen und Kirchheim-West etwa 45 Minuten zuvor. Ein Bus, ein PKW und ein Transporter waren in den Unfall verwickelt. Aus bislang ungeklärter Ursache war ein Autofahrer auf die linke Heckseite eines Reisebusses aufgefahren. Der Autofahrer wurde dabei verletzt und später vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Die Fahrbahn wurde durch auslaufende Betriebsmittel stark verunreinigt und musste gesäubert werden. Dieser Unfall könnte wiederum unmittelbar mit einem vorausgegangenen Unfall auf der Gegenspur in Zusammenhang stehen. Dort waren gegen 7.45 Uhr 2 Autos miteinander kollidiert. Nach ersten Informationen wurden bei diesem Crash mehrere Personen verletzt. Ob und inwiefern die 3 schweren Unfälle tatsächlich miteinander zusammenhängen, ermittelt jetzt die Polizei. Sicher ist jedoch, dass sich der Gesamtschaden aller 3 Unfälle im Bereich über 250.000 Euro bewegt.